mal nicht mitpassen, bis der wieder raus ist. Ja. Hansestadt Herford. Das Schützenwesen hat sich in seiner langen Geschichte
immer wieder in unterschiedlichen Formen organisiert. Gemeinsamer Gedanke aber während des gesamten Zeitraumes war der Dienst für die Bürgerschaft. Ein reges Vereinsleben, Feste und sportliche Aktivitäten kennzeichnen diesen Einsatz. Das bürgerschaftliche Engagement in unserer Stadt hat einen sehr wesentlichen Wurzel im Schützenwesen. Es sind aber nicht nur ehrenamtliches Engagement und sportliche Leistungen, die den Verein charakterisieren. Hinzu kommt auch die Pflege der Geselligkeit, des Brauchtums und der Kameradschaft. Bei den Schützenfesten können wir dieses immer wieder erleben. Nun wird ja manchmal gefragt, ob es im 21. Jahrhundert noch zeitgemäß sei, das Brauchtum des Schützenwesens zu pflegen. Doch ich denke, da gibt jedes Schützenfest eine klare Antwort. Den Menschen liegt viel daran, Tradition lebendig zu erhalten. Gerade heute, wo sich alles immer schneller verändert, entfalten Traditionen eine große Wirkung. Die Schützengesellschaft zu Erfurt und ihre Schützenfeste sind ein Teil des gesellschaftlichen Lebens unserer Stadt. Im Sportgeschehen der Stadt Erfurt, das mit 67 Sportvereinen und über 19.000 Sportlerinnen und Sportlern enorm lebendig ist, spielt der Schießsport nach wie vor eine wichtige Rolle. Und ungeachtet aller Diskussionen birgt die Schützengesellschaft für die seriöse und verantwortungsbewusste Ausübung dieser Sportart. Der Herr Oberst hat eben die Innenstadtentwicklung angesprochen. Als neuer Bürgermeister in unserer schönen Hansestadt Erfurt möchte ich diese Entwicklung vorantreiben. Ich bin guten Mutes, denn im Frühjahr 2015, glaube ich, wird das ehemalige Kaufhofgelände mit dem Bagger entsprechend behandelt. Und es wird uns die Chance gegeben, die Innenstadt neu zu entwickeln. Aber dies soll und wird erst der Anfang sein. Innenstadtentwicklung fängt für mich nicht am Lindenauer Platz an und hört am Alten Markt auf. Wir brauchen ein ganzheitliches Konzept. Nur so können wir gewährleisten, dass die Bauruinen in der Innenstadt, wie zum Beispiel das Gebäude an der Waisenhausstraße, auf Dauer der Vergangenheit angehören. Auch die Sanierung der Markthalle und die Neugestaltung unserer schönen Innenstadtplätze ist und bleibt ein wichtiges Ziel. Durch den Abzug der britischen Streitkräfte verlieren wir viele Freunde, gewinnen aber auch die Möglichkeit, durch die Entwicklung freier Flächen für Erfurt viel attraktiver in die Gestaltung zu kommen. Wir haben mit den Bürgerinnen und Bürgern ein städtebauliches und umsetzungsorientiertes Strukturprogramm entwickelt, das darauf wartet, jetzt umgesetzt zu werden. Die Entwicklung dieser Flächen bietet für Erfurt eine Riesenchance. Letztlich mit dem Ziel, für uns alle unsere Stadt lebenswerter zu machen. Ein Schützenfest fällt nicht vom Himmel. Dahinter steht zunächst ein funktionierendes Vereinsleben und damit ein großes ehrenamtliches Engagement. Hinzu kommen dann monatelange Vorbereitungen und sicherlich klappt manchmal auch nicht alles wie gewünscht. Ein solcher, hauptsächlich auch ehrenamtlicher Einsatz ist unbezahlbar und unverzichtbar in unserer Stadt. All dem, die sich in diesem Sinne, im Großen wie im Kleinen, für das Gelingen dieses Schützenfestes eingesetzt haben, danke ich ganz herzlich und ich wünsche Ihnen heute und für die Zukunft allen Erfolg. Vielen Dank, Herr Bürgermeister Kehler.